Das vorherige Video hat sich mit zwei Fragen beschäftigt. Erstens, was datenbasiertes Wissen als Ressource bedeutet und zweitens, wie der Einsatz von Technologie Organisationen unterstützen kann, wettbewerbsfähige Handlungsentscheidungen zu treffen. Ist Ihnen dabei aufgefallen, dass nebst klugen Köpfen auch Ihre Intuition immer mehr gefragt sein wird? Kennen Sie eigentlich noch den Satz von Heraklit? Panterei? Das bedeutet, alles fließt. Ronald Meyer wird in dieser Lektion nochmals näher auf den Reifungsprozess von Wissen eingehen und Ihnen die strategische Perspektive näher bringen, dass Wissen auch in operative und zukunftsorientierte Entscheidungsprozesse einfließen muss. Wie es dazu kommen kann und inwiefern dieser Fluss damit zu tun hat, Wissenslücken im ersten Schritt zu erkennen und in weiterer Folge zu minimieren, das erfahren Sie gleich. Herzlich willkommen, liebe Teilnehmenden am MOOC Digitales Leben in der Einheit Wissensmanagement im digitalen Wandel. Jetzt geht es konkret um Konzepte, Modelle, Theorien und Instrumente des Wissensmanagements. Der Ursprung des Wissensmanagements liegt mittlerweile mehr als 60 Jahre zurück. Das war 1959, wo zeitgleich Peter Drucker, der von dem wir im anderen MOOC-Teil vielleicht schon gehört haben, oder ansonsten lade ich Sie ein, den zum Thema Wissensarbeit und Wissen nochmal vielleicht sich anzuhören, und Edith Penrose haben gleichzeitig parallel die theoretischen Fundamente des Wissensmanagements gelegt. Und zwar ging es dabei darum, dass Edith Penrose eine Theorie des Unternehmenswachstums vorgelegt hat, die darauf basiert, dass Unternehmen, Organisationen auf einer Kombination einzigartiger Ressourcen ihre Wertangebote machen an die Kundinnen und Kunden, an die Stakeholder und praktisch einzigartig sind in dieser Kombination von Ressourcen und diese Kombination von Ressourcen bestens bewirtschaften sollen. Das hat Peter Drucker zum Anlass genommen, um zu sagen, die Ziel des nächsten Jahrhunderts, nämlich unseres, in dem wir jetzt sind, hat er schon in den 60er, Anfang der 60er Jahre gesagt, ist die Produktivität von Wissensarbeit zu verbessern. Und da sind wir mittendrin. 1986 ging es dann auch mit dem Begriff Wissensmanagement los. Karl-Erik Zweibe und Karl Wieg haben um die 1986, Mitte der 80er Jahre herum, zum ersten Mal von Wissensmanagement gesprochen, um einfach auch diesen Blick darauf zu lenken, dass Unternehmen und Organisationen, in denen Wissen eigentlich die zentrale Ressource ist, das waren zum Beispiel bei Karl-Erik Zweibe Verlage und Zeitschriften, Zeitungen, Verlage, Bücher, da gibt es eigentlich nur Wissen, um das es geht dort. Wie man diese Art von Organisation managt, das war ihm klar, war völlig anders als industrielle Organisationen, deshalb braucht es ein neues Management. Und in dem Zusammenhang, also die Theorie dieser besonderen Ressourcenkombinationen und diese Wissen als Fokus, hat man dann diese Lückenorientierung auch hinzugefügt, indem man sagt, die strategische Lücke ist eigentlich immer schon gewesen, was muss die Firma tun, um erfolgreich zu sein und was kann die Firma tun. Und dazu kommt jetzt parallel eine Wissenslücke, nämlich was muss die Firma wissen und was weiß die Firma tatsächlich. Und je kleiner diese Lücken sind, desto besser, also je kleiner diese Wissenslücke ist, desto besser kann eigentlich auch ein Unternehmen, eine Organisation handeln. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Modellen, die da entwickelt wurden in der nächsten Phase. Da war mal die japanische Betriebswirtschaftslehre zum Beispiel sehr en vogue und da wurde von Ikuro Nonaka eine Theorie, nämlich das Seki-Modell, Sozialisation, Externalisierung, Kombination und Internalisierung vorgelegt. Und in diesem Modell geht es darum, dass er auf Polanyi aufbauend die Unterscheidung zwischen tacitem oder implizitem Wissen, das unbewusste Wissen, das wir gar nicht in der Lage sind auszudrücken und explizites Wissen, jenes Wissen, das wir auch dokumentieren und weitergeben können, dass aus der Kombination dieser beiden unterschiedliche Formen der Wissensweitergabe zwischen einzelnen Individuen, aber auch zwischen Organisationseinheiten, Gruppen, Projekten erfolgen kann. Und dieses Modell hat viele weitere Modelle eigentlich nach sich gezogen und war eines der Kernmodelle, aus denen die Theorien des Wissensmanagements sich entwickelt haben. Da gibt es auch eine ganze Reihe von weiteren, die auch typischerweise dann im Verlauf eine IT-Entwicklung widerspiegeln, zum Beispiel die Hypertext-Organisation. Als es dann Hypertext gab, das World Wide Web in den 90er Jahren bekannt wurde und in den Unternehmen und Organisationen eingesetzt wurde, da gab es auch die sogenannte Hypertext-Organisation, wo man verschiedene Verbindungen zwischen dem Geschäftssystem der
normalen Hierarchie, wie sie früher auch immer schon in Unternehmen und Organisationen eingerichtet war, dem Projekt, der Projektschicht, wo alle Projekte laufen, in denen einzelne MitarbeiterInnen immer auch in den Projekten mittätig sind, und einer Wissensschicht, in der die Themen, die eine Organisation eigentlich so als für sie relevant erkannt hat, mitbespielt werden. Von den vielen, vielen Theorien des Wissensmanagements möchte ich jetzt vielleicht noch eine kurz erwähnen, weil wir sie selbst entwickelt haben im Rahmen eines EU-Projekts zusammen mit vielen Partnerorganisationen in Europa, aber insbesondere zusammen mit meinem Kollegen Andreas Schmidt, habe ich das Modell der Wissensreifung entwickelt, in dem es darum geht, dass man von einem Explorieren, einem interessensgetriebenen Erarbeiten von neuem Wissen bis hin zu ganz reifem Wissen, das man sogar vielleicht industriell standardisieren kann, patentieren kann, zertifizieren kann, dass es da einen Prozess gibt im Unternehmen, der aber nicht als Prozess abläuft, sondern die einzelnen Phasen dieses Prozesses laufen für unterschiedliche Wissensbestandteile immerzu parallel ab. Aber es gibt typischerweise in Unternehmen und Organisationen Lücken oder Probleme auch und Herausforderungen, wie man von unreifem Wissen, von diesen Ideen, die man neu ins Unternehmen hineinträgt, in einer Gemeinschaft vielleicht auch teilt, sie in einem Piloten anwendet, hin zu den neuen Standards, neuen Prozessen vielleicht auch für jene Teile der Organisation, die auf Basis von Prozessbeschreibungen vielleicht auch besser organisierbar sind. Da gibt es immer wieder sozusagen Probleme, um das Wissen hier fließen zu lassen. Und IT kann helfen, um diese Lücken zu schließen zwischen einer nutzerorientierten, interessensgetriebenen und einer zielorientierten Entwicklung von zunehmend reiferem Wissen im Unternehmen und in Organisationen. Wenn man sich die Theorien des Wissensmanagements anschaut, dann gibt es welche, die sehr stark menschenorientiert sind, also auf den Umgang mit Wissen durch Menschen fokussieren. Es gibt welche, die sind sehr stark auf Informationstechnologien fokussiert, also beispielsweise, wie man Wissen in Expertensystemen zum Beispiel aufbereitet, wie Wissen über Daten angereichert werden kann, durch Metadaten zum Beispiel. Das wird auch, wo es regelbasierte Systeme gibt, wo durch maschinelles Lernen Systeme selbst weiterlernen und damit neues Wissen schaffen. Also IT-orientierte Konzepte und Theorien des Wissensmanagements. Es gibt prozessorientierte Theorien des Wissensmanagements, die zum Beispiel wie das Modell der Wissensreifung diesen Prozess von unreifem zu reifem Wissen in den Mittelpunkt stellen. Es gibt die wertorientierten Systeme, wo es zum Beispiel darum geht, intellektuelles Kapital in einer Organisation, die organisationalen Ressourcen zu bewerten und damit greifbar zu machen. Und es gibt den kollaborativen Ansatz, die Zusammenarbeit, mit dem wir uns später noch ausführlicher beschäftigen werden. Wissensmanagement oder die entsprechenden Anwendungen sollen jetzt hier organisationale Kompetenzen befördern, die wiederum einen Wettbewerbsvorteil erzeugen sollen. Sie erinnern sich, Edith Penrose hat ja gesagt, die organisationale Kompetenz, die Ressourcen in ihrem Zusammenwirken schaffen eigentlich einen besonderen Vorteil eines Unternehmens, der auf dem Markt dann umgesetzt und eingesetzt werden kann. Nun, was macht denn eigentlich eine solche Kompetenz strategisch relevant, wenn sie einzigartig ist, wenn sie vom Unternehmen angeeignet werden kann, wenn sie vielfach eingesetzt werden kann, wenn sie im Wettbewerb mit anderen Organisationen überlegen ist, wenn sie nicht übertragbar ist, wenn sie zurechenbar und legal unbestreitbar ist, wenn sie nicht oder unvollkommen imitierbar ist. Also es gibt da eine ganze Reihe von Kriterien, die man anwenden kann, um unter all den vielen Fähigkeiten, die eine Organisation hat, jene auszuwählen, die besonders strategisch relevant sind. Und welche verschiedenen Typen von Fähigkeiten, worüber sprechen wir denn da eigentlich? Wir sprechen zum einen von greifbaren Ressourcen, die sind, fallen einem schnell mal ein, wenn man an ein Unternehmen denkt, an eine Organisation denkt, das Kapital, ja, Gebäude, Grundstücke, vielleicht auch die Maschinen, die Anlagen, die man hat, etc. Alles, was in einer Bilanz steht zum Beispiel auch, ne, kann hier darunter gerechnet werden. Aber daneben gibt es den viel größeren eigentlich Baum von organisationsspezifischen, nicht greifbaren, immateriellen Ressourcen. Und die können auf eine einzelne Person bezogen sein, dort kann es das explizite Wissen und das implizite Wissen sein und darunter natürlich eine ganze Reihe von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die MitarbeiterInnen einbringen in Organisationen. Und sie kann auch personenunabhängig sein, also alles Wissen, was sich in der Organisation, in Prozessen zum Beispiel, in der Kultur, aber auch
durch rechtliche Aneignung, zum Beispiel Patente, Verträge, die man hat, ja, IP, Intellectual Property Rights, irgendwelche Handelsgeheimnisse oder sowas, Marken, ja, sind sehr wertvoll, werden als sehr wertvoll angesehen. All diese Werte sind eigentlich in ihrer Kombination wirksam und führen in der Anwendung dazu, dass Unternehmen und Organisationen eben solche Wettbewerbsvorteile haben können.